Warum kann ich da nicht eigentlich drüber? Ich verstehe das nicht. Warum so sauer? Ich mache bloß meinen Job. Tjo, vielleicht hat er heute keinen Sex gehabt. Würde er es denn jemals verstehen, selbst wenn ich es ihm erkläre? Nein. Ich hasse es, ein Hund zu sein. Wuff, wuff. So, ich spiele mal Poltergeist kurz und störe mal den Fernseher. Achso, die Kamera geht jetzt schon wieder. So, komm, Joy. Zacki, 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 zacki. Da haben wir nichts von Bedeutung für uns. Aha. Es reicht. Nerviger Arzt, Pillen, Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Zu welcher Hütte? Warum heißt das Antifrost, wenn es Überhitzung verhindert? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten, nicht zerquetschen. Sonst binden die Blinden mich wieder fest. Ich werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen. Mäuse huschen unter der Tür das kenn ich schon. In kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Aha. Die dürft irgendwie verwandt sein mit der anderen Schwester da drüben. So, duschen. Oh, duschen. Duschen. Was machst denn du da? Geh weg. Warum? Geh weg. Okay, dann geh ich weg. Oh, Joy, du musst mir da helfen. Ich komme da nicht alleine drüber. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen, allein auf dich gestellt. Oh, na gut. Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Oder zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Juhu, gleich sind wir da. Nein. Was jetzt? Was ist das? Okay, geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Geh schon. Ui, das ist für uns abgeschlossen. Finde einen Weg um die Geistermauer. Station für Irre. Mhm. Anatomie, was? Stunde. Okay, das haben sie geschickt gemacht. Ich komme weder zurück noch nach vorne, also muss ich nach links. Huch, was ist das? Versiegelt, aber nicht für mich. Oh, was haben wir da Schönes? Enthüllen, sammeln. Okay, wir haben hier ein paar Geistersachen auf dem Boden. Aber so eigentlich nichts Tragisches. Okay, ich kann mich nicht nach oben beamen. Das ist blöd. Naja, das ist ja auch wurscht eigentlich. So, wir müssen da in den Lüftungsschacht anscheinend. Aber wir haben eine Katze. Der Katze wahrscheinlich, aber zuerst, ihr wisst ja, schauen wir uns einmal um hier, ob
wir hier irgendetwas finden von Bedeutung. Irgendetwas zum Lesen oder dergleichen. Na gut, Kätzchen, dann mach deinen Job. Aber richtig, bitte. Schädel, lecker. Gab's bestimmt zum Nachtmahl. Oh oh. Da gibt's wieder Dämonen. Ist das schön, das Leben. Eigentlich dürften die Dämonen mich ja eigentlich nicht sehen, oder? Ich meine, als Katze dürften die mich ja nicht sehen. So, ich gehe jetzt einmal nur hier schnell durch. Und schaue, ob hier vielleicht noch irgendetwas ist. Aber nö. Gibt's eh nichts mehr. Okay, wo komme ich denn hier runter mal? Hier komme ich runter. Danke, liebe Katze. Das hat mir sehr geholfen. Die Dämonen sind ja da hinten. Jut, 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 jut. Hier haben wir noch so ein Teilchen. Oder auch nicht. Dämonen. Hier haben wir wieder einen kranken Typen anscheinend. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Was? Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Okay, ich kann nicht helfen. Oh. Ja, warum? Weil ich die Aufmerksamkeit von zwei Dämonen auf mich gezogen habe. Warum bin ich denn auch so dumm? Wunderprächtigst. Okay, aber der Vorteil ist, ich muss nicht nochmal alles neu machen. Was? Alter! Ne, komm jetzt. Ich bin doch nur ein Millimeter auf das Schwarze drauf gestiegen. Das kann jetzt aber nicht euer Ernst sein, oder? Was ich sagen wollte, das Gute ist, ich muss jetzt nicht nochmal alles neu machen, beziehungsweise nochmal alles neu suchen, weil dafür, das hat er schon gespeichert. Das ist das einzig Gute in dem Spiel, dass er quasi das zwischenspeichert, wenn ich etwas gefunden habe. Danke, liebe Katze. Ne, also das heißt, er speichert das, was ich finde. Nein. Scheiße, jetzt habe ich wieder das Falsche gedrückt. Ah!
Oha. Okay, das ist doch anscheinend schwieriger als gedacht, hier zu entkommen. Das war Nummer 1. Die zwei sind... Aha. Versteck dich! Puh, der hat das nicht mitgekriegt. Dass seine zwei Geisterkollegen tot sind. Okay. Charlie Brown. Jetzt muss nur ich dich töten. Ist gar nicht so einfach. So, bitte. Und jetzt nichts Blödes machen, ja, nichts Unüberlegtes, ja. Alter Schwede. Katzi. Da ist Katzi. Katzi hat mir zweimal den Arsch gerettet, aber ordentlich auch noch. So. Da ist nix. Und da ist auch nix. Nein, da ist auch nix. Gut, hier ist auch nichts. Hier ist... Mein Gott, was ist das für ein... Was ist das, ey? Warnung vor Dämonen. Okay, alles klärchen, da war jemand verrückt. Okay, da haben wir drei von diesen... Ach du Scheiße, da hätte ich einen Vogel gehabt, das ist Ablenkung. Ah. Na gut, wenn ich das gewusst hätte, wäre es einfacher gewesen. Na wurscht. So, da. Okay, da komme ich eh nicht weiter. Das heißt, ich muss da hinten durch. Ich will jetzt nicht zu nahe an denen gehen, weil sonst, ja, bin ich verspeist und ich darf das alles nochmal neu machen. Genau auf das habe ich keinen Bock. Verstecken. Brauche ich mich nimmer mehr. Beobachten. Instrumente. Kranke Instrumente. Konfulsator. Okay. Was auch immer das sein möge. Da drüben haben wir wieder was zum Lesen. Rex um Rat bitten. Ich fragte Rex, was er von Ronans Antrag hielt und er schenkte mir nur ein breites Lächeln. Er mochte Ronan immer. Ich glaube, er war bloß überrascht, dass er so etwas Gewöhnliches tun würde, wie mir einen Antrag zu machen. Aber er nahm es als gutes Zeichen auf. Ich denke, das sollte ich auch. Ja, das solltest du auf jeden Fall, mein Liebe. So, da haben wir wieder ein paar Geisterstühle. Verstecken. Exit ist immer gut. Sammeln.
Anatomie-Hörsaal-Widmung. Wissen bedeutet nichts, wenn nicht an eine neue Generation weitergereicht. Möge dieser Hörsaal gebaut 1899 die Weisheit erfahrener Ärzte an zukünftige Generationen weitergeben. Das ist aber lieb, dankeschön. Achso. Ja. Ich hatte ganz vergessen, dass ich mich teleportieren kann. Hahaha. Supi, jetzt habe ich einen anderen Weg gefunden. Gehe zu Zimmer 216. Jawohl, mache ich.